wunderschönen gesegneten Morgen wünsche ich erstmal allen. Es ist zum tausendsten Mal eine absolute Ehre, immer hier vorne stehen zu dürfen, das Wort teilen zu dürfen. Und ich bin so dankbar für das Leben jedes Einzelnen hier drinnen, als auch da draußen. Und bete, dass diese Message jetzt auch eine Message ist, die wirklich die Herzen berührt und dass die jetzt auch von Gott geleitet wird. Und bevor ich mit der Message als Großes anfangen möchte, möchte ich logischerweise mit einem Gebet starten. Halleluja. Herr, ich danke dir erstmal für diesen wunderbaren Morgen, den du uns geschenkt hast, Herr. Dass wir uns in Betten steigen durften, dass wir hierher kommen konnten, Herr. Dass du jeden Einzelnen in diesem Raum beschützt hast auf dem Weg, Herr. Es ist wirklich so ein ganz klarer Beweis deiner Gnade und ganz klarer Beweis deiner Liebe. Deswegen bitte ich dich, dass auch das Wort, das heute gepredigt wird, Herr, dass es ein Wort ist, Herr, das vom Heiligen Geist geleitet wird, dass es nicht irgendwelche persönlichen Agendas sind, sondern dass es heute ganz klar um dich geht und ganz klar heute du wieder im Fokus stehst, Herr. Wir glauben an deine Macht und genau deswegen sind wir heute Morgen hier oder schauen uns diese Message später an und glauben daran, Herr, dass du für jeden Einzelnen heute wieder Großes parat hast. Deswegen lobe und preise ich dich von ganzem Herzen und sage im Namen Jesus Christus. Amen. Amen, Amen. So, lasst uns dann bitte mal unsere Bibeln aufschlagen in Markus Kapitel 10. Genau. Markus Kapitel 10, Vers 17 bis 22. Lasst mich das nur kurz aufschlagen. So, Markus Kapitel 10, Vers 17. Lass uns da mal starten. Sagt uns die Bibel, als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihn auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen, traurig, ging er weg. Denn er besaß ein großes Vermögen. Genau der letzte Vers, wo steht, als er das hörte, war der Mann tief betroffen, traurig ging er weg. In einer anderen Übersetzung steht sogar, er war entsetzt. Und ich möchte uns alle fragen, selbe Situation oder beziehungsweise anders, was ist das wohl Kostbarste, was wir besitzen? Und die darauffolgende Frage, wären wir denn bereit, das, was wir, diese eine kostbare Sache, wegzugeben, wenn wir einen hundertprozentigen sicheren Platz im Himmelreich hätten? Die Antwort für viele wäre klar. Easy. Wenn ich weiß, ich komme zu 100% in den Himmel, easy. Wir sehen hier aber anhand dieses Mannes, dass das nicht immer so ganz easy ist, wenn du wirklich in dieser Situation steckst. Wir sehen hier einen Mann, der sein ganzes Leben dachte, das ewige Leben wäre seine erste Prio gewesen. Das allerhöchste Ziel wäre gewesen, hey, ich möchte das ewige Leben erlangen. Bis Jesus kam. Er war sich guter Dinge. Er dachte sich, okay, die 10 Gebote, check, habe ich. Und dann sagt Jesus aber, hey, dann gib alles, was du hast, all das Vermögen, was du hast, gib es weg. Gib es an die Armen. Und er war entsetzt.
Er hat es nicht verstanden. Und wie gesagt, er ging traurig. Und ich denke mir, wie oft ist es denn so, dass wir zwar vom Sagen her der festen Überzeugung sind, dass das ewige Leben, dass das das Ziel ist und Gott und wir lieben ihn und wir dienen ihm und wir wollen alles für ihn tun, bis von uns etwas verlangt wird, was vielleicht gegen unsere Komfortzone spricht. Die bedeuten würde, dass du auch mal was opfern musst. Die bedeuten würde, dass du deine Zeit aufwenden musst. Die bedeuten würde, dass du einen Weg gehen müsstest, der nicht unbedingt dein Plan A war. Wärst du dennoch bereit, all das aufzugeben für Gottes Wege? Schwer. Ganz realistisch, ganz ehrlich gesagt, schwer. Das ist keine, oh, ich laufe da jetzt einfach mal in die Richtung, ich mache das jetzt mal. Nein, nein, nein. Sowas, das sind bewusste Entscheidungen, mit denen du leben musst, wo dir auch im Klaren sein muss, dass du auch Dinge verpassen wirst. Dass du auch Dinge, die dich vielleicht glücklich gemacht haben, vielleicht, dass du keine Zeit mehr dafür finden wirst, aber dafür Gott dienen darfst in einer Art und Weise wie nie zuvor. Und wenn wir wieder zurückgehen zum reichen Mann, die Bibel sagt uns ja, er ging traurig, weil er einen Haufen Vermögen hatte. Und ich glaube persönlich, weil die Bibel sagt ja nicht, geht die nicht noch näher drauf ein, wie er sich gefühlt hat, was er gesagt hat, all diese Dinge. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Gedanke, dass er seinen kompletten Lifestyle, den er über so viele Jahre hatte, plötzlich ändern muss, um einem Jesus nachzufolgen, der natürlich Worte des ewigen Lebens hat und dessen Worte auch diesen Mann auch berührt haben, dessen Lehren, die diesen Mann wirklich geprägt haben. Aber der hat sich sicher Sorgen gemacht, okay, jetzt gebe ich, stell dir mal vor, ich gebe jetzt alles hin. Wovon soll ich mich nähren? Wovon soll ich leben? Was soll ich, jetzt gebe ich alles hin. Wie geht's weiter? Der sagt ja nur, ich soll alles weggeben und dann soll ich ihm nachfolgen. Okay, und daraufhin, was kommt danach? Und ich glaube, der Mann hat sich viel zu viele Sorgen darüber gemacht, über dieses danach. Was soll ich tun? Wohin? Wie sollen wir das denn schaffen? Weil er kannte nur diesen Lifestyle. Beziehungsweise zu einem gewissen Punkt, weil die Bibel sagt ja auch nicht, dass er so groß geworden ist unbedingt, sondern irgendwann in seinem Leben wurde er halt reich. Und dann, wenn du diesen gewissen Maßstab hast, dann ist es sehr, sehr hart, von diesem Maßstab wieder runterzukommen. Und was ich so sehr liebe, ist, das Wort sagt uns eine Sache, die wir alle schon öfters gehört haben, aber immer wieder vergessen. Und zwar, wenn wir Matthäus Kapitel 6 aufschlagen. Matthäus Kapitel 6, Vers 31 bis 33. Da sagt uns die Bibel, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Oder was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß er doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschehe, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Die Bibel zeigt dir ganz klar, die Frage dieses, was dann, dieses, okay, wie soll ich mich aber, Herr, du willst, dass ich diesen Weg gehe, du willst, dass ich rausgehe und für dich evangelisiere, aber diese Zeit, Herr, die könnte ich doch anderweitig nutzen, um vielleicht Menschen zu unterstützen oder Zeit, also, oder finanziell irgendwie da ein bisschen voranzukommen. Aber der Herr sagt, er kennt deine ganzen Nöte. Er weiß ganz genau, wo du Hilfe brauchst, er weiß ganz genau, wo er dich versorgen muss. Und wenn wir aber zuerst unseren Fokus auf Gott haben, wenn wir zuerst danach trachten, Herr, was willst du? Dann kennt er unsere Nöte und wird versorgen. Das ist ein Versprechen, das in der Bibel geschrieben steht. Aber wir müssen erstmal damit anfangen, erstmal diese Überwindung zu finden und zu sagen, Herr,
Ich gehe jetzt mal wirklich aus diesem Komfortzone raus und vertraue tatsächlich das allererste Mal wirklich, dass du versorgst. Und wenn es tatsächlich das allererste Mal geschieht, dass du wirklich Gott dienst und in dem Bereich, in dem du dir Sorgen gemacht hast, plötzlich doch Versorgung war, boah, das ist eine andere Art und Weise der Dankbarkeit dann. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass Gott in jeder Lebenslage dafür sorgen wird, dass du vorankommst, dass du überleben wirst, dass du nicht untergehen wirst. Und diese Zuversicht, das Interessante ist ja, die Bibel zeigt uns, dass wir alle, die in Christus leben, wir können alle diese Zuversicht haben. Manchmal vergessen wir es, ja, passiert auch mir, hey. Aber diese Zuversicht dürfen wir alle haben. Deswegen lasst uns gemeinsam, als Familie, als Menschen, die wirklich Jesus aufgenommen haben, lasst uns da wirklich erstmal danach richten, uns nach dem Reich Gottes trachten. Erstmal gucken, Herr, was möchtest du? Dieses Vertrauen haben, Herr, was möchtest du? Und der ganze Rest, wie die Bibel sagt, hey, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Okay, ich möchte darauf vertrauen. Ich möchte darauf vertrauen. Und lasst uns wirklich diese Sorgen verlieren. Lasst uns jegliche Art von Sorgen verlieren und lasst uns einfach dieses Vertrauen in Gott haben. Wenn wir Matthäus 6 jetzt ein bisschen weiter vorgehen und ab Vers 19 lesen, dann lesen wir, dass die Bibel sagt: Häuft euch in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Die Bibel zeigt hier ganz klar, versteht mich nicht falsch, es ist nicht schlimm, Sachen zu haben. Aber wir müssen auch, es gibt einen Fakt, und zwar werden all das, was wir hier haben, nicht mitnehmen. Dieser schöne Anzug, der wird nicht mitten in den Himmel gehen. Der wird hier bleiben. Das heißt, du kannst dich schön und gut an Dinge festhalten auf dieser Erde und Sachen haben und schön und gut, das ist ja keine Sünde. Aber die muss im Klaren sein, dass im Himmelreich all das, was wir haben, das wird nicht mit hochgehen. Deswegen lasst uns doch eher nach Dingen trachten, die wir dann auch im Himmelreich haben werden. Lasst uns doch erstmal danach trachten, hey, lasst uns Schätze doch im Himmel schon mal zumal vorbunkern. Lasst uns das doch clever angehen und schon mal vorinvestieren. Denn das, was in dem Himmel ist, das bleibt. Das bleibt dir. Lasst uns erstmal danach trachten, Herr, was der Herr möchte. Und die Bibel sagt hier, wo nämlich euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Das heißt, wenn wir unseren Schatz oder unsere Schätze schon oben gebunkert haben, dann werden wir auch unser Herz und unseren Fokus auf Gott haben und auf das Himmelreich. Und wenn wir unser Herz und unseren Fokus auf Gott haben, dann werden wir Zeit investieren, dann werden wir unsere Kräfte investieren und unsere Ressourcen investieren, ohne zweimal darüber nachzudenken, ohne überhaupt zu hinterfragen. Denn das beste Beispiel, was ich immer merke, sind Eltern. Eltern, umso älter man ja wird, umso mehr versteht man, wie hart es sein muss, Eltern zu sein. Wie hart es oder wie viel Zeit man aufwenden muss und wie viel Ressourcen man doch opfern muss für so ein kleines Wesen. Und einige von uns haben sogar mehr als nur ein kleines Wesen. Und du siehst, hey, diese Eltern, wie sie, besonders wenn die ja noch in diesen jungen Jahren sind, wie in diesem Kind so viel Zeit und so viel Liebe investiert wird. Wie mitten in der Nacht Menschen aufstehen, weil ein Kind schreit. Also ich liebe Schlaf. Stand jetzt weiß ich noch nicht, wie das eines Tages sein wird. Mit mitten in der Nacht aufstehen für ein Kind. Ich weiß es noch nicht. Gott gebe mir da Kraft, aber
Ich finde das so interessant, dass Eltern dann nicht zweimal überlegen und nicht sagen, ah, wir lassen das Kind jetzt einfach weiterschreien, es ist 3 Uhr Nacht, um 6 Uhr ist es ja immer noch da. Sondern Eltern stehen auf und sind für das Kind da und so. Und daran sieht man da, wo dein Schatz ist, weil dieses Kind ja in dem Fall für Eltern meistens immer dieses so kostbar ist. Genau dieses Herz müssen wir auch für das Reich Gottes haben. Wo wir sagen, Herr, dir wirklich, dir zu dienen, das ist für mich meine Herzenseinstellung. Okay, ich bin müde, aber ich möchte dir dienen. Hey, ich weiß, ich hätte eigentlich keine Zeit, aber ich mache mir Zeit. Oder Herr, ich habe keine Kraft, aber ich weiß, mit dir zusammen ist alles möglich. Das ist das, was unsere Einstellung sein sollte. Und dazu möchte ich uns als Familie, uns als Christen, uns als diese Generation, die wirklich, wirklich Gott dienen möchte, wirklich ermutigen, habe dein Herz im Himmelreich und vertraue mir, alles andere wird entspannt. Wenn du deinen Fokus auf Gott hast, wenn du deinen Fokus darauf hast, Herr, wie kann ich dir dienen, vertraut mir, dann ist alles, was du davor dachtest, was sehr hart ist, alles, was du davor dachtest, was vielleicht eventuell sogar unmöglich ist, du wirst merken, Gott wird neue Türen öffnen, die konntest du dir davor nie vorstellen. Und Gott ist ein Versorger. Gott wird für dich da sein und Gott wird dir helfen und Gott wird dich stärken. Und da bin ich der festen Überzeugung, weil dieses Wort uns das verspricht und uns zeigt, mit Gott ist nichts unmöglich. Amen. Halleluja. Dann möchte ich zum Schluss noch beten. Herr, ich danke dir, Herr, für deine Zusagen. Ich danke dir für das Wort, das uns immer wieder zeigt, dass wir alles können, dass wir alles machen können, weil du uns stärkst, weil du uns Hoffnung gibst, weil du, Herr, der bist, der uns versorgt. Und Vater, ich bete wirklich auch an diesem heutigen Morgen, dass all die Geschwister hier drin, als auch die Geschwister da draußen, als auch die diese Message sehen werden, Herr, dass sie niemals aufhören, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Und dass wir niemals aufhören, unsere Motivation, wirklich da Schätze im Himmelreich zu sammeln, dass die vergeht. Wir möchten wirklich dir dienen und möchten wirklich, dass da so viele Menschen wie möglich Jesus Christus aufnehmen. Und wenn du uns gebrauchen möchtest, Vater, dann möchten wir heute Morgen die Entscheidung treffen, ein offenes Herz dafür zu haben, für das, was du machen möchtest. Ich bitte dich wirklich, dass wir jegliche Scham verlieren und ganz klar unsere Augen nach dir richten, auf dich richten und vollkommenen Fokus auf das haben, Herr, was wichtig uns ist. Und zwar eine unglaubliche Beziehung mit dir zu haben, aber auch dir nachzufolgen in der Wahrhaftigkeit und wirklich dir zu dienen, Herr. Daher danke ich dir, Herr, schon für die wunderbare Veränderung, die du in jedem einzelnen von uns machen möchtest. Lob und preise dich und sag im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Gott ist gut.